aber auch Trash-Fans, herzlich willkommen zu Tag Nummer 4 von Lords Halloween Horror Trash Week. Also haben wir jetzt quasi Halbzeit bei dieser kleinen gemütlichen Themenwoche und Einstimmung auf Halloween. Und heute beschäftige ich mich mit einem etwas bekannteren US-amerikanischen Horror-Franchise, was seinen Anfang nahm 1974 und mehr oder weniger auf der Figur des Ed Gein basiert und auch seinen Taten. Die Rede ist natürlich von Texas Chainsaw Massacre. Ja, heute geht es passenderweise um Teil 3, den man auch unter dem Titel Leatherface kennt, der zuerst mal nicht mehr von Tobe Hooper inszeniert worden ist. Sagen wir es mal so, Teil 2 war damals ein kapitaler Flop gewesen in den 80ern. Dennoch hat man sich bemüht, ein weiteres Sequel auf die Beine zu stellen, was immerhin diesen zweiten Teil komplett ignoriert, obwohl Teil 2 selber nichts anderes war als eine schwarzhumorige Parodie mit extremst comichaften Elementen auf das Original, was er selber immer Tobe Hooper gesagt hatte, und diesen Teil konnte ich auch wirklich nie ernst nehmen, aber dadurch hatte der zweite Teil vor allem so eine unglaublich verrückte Intensität gehabt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie intensiv denn Teil 3 ist. Na gut, es gibt noch Teil 4, The Next Generation, den ich aber gekonnt ignoriere, denn der damalige Produzent, aber auch Drehbuchautor Kim Henkel, der auch im Original beteiligt war, hatte es locker geschafft gehabt, das komplette Franchise gegen die Wand zu fahren und zu beerdigen. Bis dann natürlich 2003 Michael Bay kam mit seinem Remake, was sich durchaus wacker in den Kinokassen geschlagen hatte und dafür gesorgt hatte, dass wir natürlich dann auch ein wirklich sehr, sehr gutes Prequel spendiert bekamen. Sicherlich einer der härtesten Texas Chainsaw Massacre Filme, die es überhaupt gab. Und dann natürlich nach dem Wechsel der Rechte selber an dieser Filmmarke zu einem anderen Studio, hat man natürlich dann quasi nochmal so eine Art Prequel oder Origin Story zu Leatherface nochmal auf die Beine gestellt und nächstes Jahr, beziehungsweise eigentlich schon abgedreht, das neueste Prequel, die neueste Origin Story Vorgeschichte zu Leatherface unter dem Titel Leatherface von den Inside und Livid-Machern Alexandre Bustillo und Julien Maury. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie der Film letztendlich ausfallen wird, denn er wird schon vornherein als einer, schon wird schon so durch die Blume gesagt, es wird definitiv der härteste Texas Chainsaw Massacre Film, den man jemals gesehen hat. Aber bis dahin wird sicherlich noch Zeit vergehen, bis dieser Film rauskommt. Und naja, Teil 3 hat halt dieses Problem gehabt, dass der Regisseur Jeff Burr, der unter anderem auch zwei Puppet Master Recycling Sequels quasi, in denen sehr viele Szenen aus vorhergegangenen Puppet Master Filmen verwurstet worden sind, und das wirklich sehr sehenswerte Pumpkinhead 2 Sequel Bloodwings inszeniert hatte und einige andere B-Horror-Filmchen, dass er zwar kreative Freiheiten hatte und das hat er immer in Interviews angegeben und so, aber dass das finale Produkt letzten Endes dem damaligen New Line-Chef Bob Shay überhaupt nicht gefallen hat. Beziehungsweise war er mit dem Ende sehr zufrieden gewesen, hat Burr dann natürlich gefeuert und hat sein eigenes Happy End dann nochmal gedreht und hinten dran geklatscht, was aber auch irgendwie zum Rest des Films dann durchaus passt. Na gut, die MPAA war dann doch nicht so zufrieden mit dem Film, es gab zig Schnittauflagen, der Film kam in einer sehr kastrierten Fassung in die Kinos, und das Interessante ist natürlich, dass es von der Unrated Version dieses Films, die auch mehr oder weniger auf dem Workprint basiert, oder die letztendlich auch irgendwo der Workprint ist, dass es davon drei verschiedene Schnittfassungen gibt. Und es ist auf der anderen Seite auch schade, dass es dieser Film niemals richtig offiziell nach Deutschland in dieser Fassung geschafft hat. Obwohl man natürlich auch sagen kann, dass das auf jeden Fall der schwächste Film innerhalb dieses Franchises ist, sagen wir es mal ganz klar. Aber er ist bei weitem nicht so blutleer und blutarm, vor allem auch vom Unterhaltungswert her, als der vierte Teil. Obwohl der mit einer jungen Renée Zellweger und Matthew Method Actor McConaughey daherkommt. Aber Teil 3 bietet auch immerhin zwei sehr bekannte Gesichter, wobei es schon erstaunlich ist, wie zumindest der eine Darsteller dann plötzlich einen absoluten Karriereschub hinlegen konnte, Ende der 90er, wenn man bedenkt, dass der anfangs wirklich teilweise nur Nebenrollen dabei war, aber nicht nur in B-Horrorfilmen. Und die Rede ist natürlich von Viggo Mortensen, den wir vor allem als Aragorn kennen, aber auch zumindest aus den David Cronenberg-Filmen Eastern Promises und A History of Violence, und der sich vor den letzten Jahren vor allem als Charakterschauspieler hervorgetan hat, zum Beispiel auch aktuell in dem Film Captain Fantastic, der auch wirklich sehr fantastisch war. Also ich muss sagen, reife Leistung, Mr. Mortensen. Aber jetzt schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab. Der Film fängt obligatorisch wie jeder Texas Chainsaw Massacre Film an. Wir bekommen einen Klappentext geliefert, der so die einzige Verbindung zum Original ist. Der Film ignoriert kompletterweise Teil 2. Dort wird erklärt, dass Sally Hardesty in den Nervenheilenstadt gekommen ist und dann Jahre später dann eigentlich mehr oder weniger dort gestorben ist.
Das einzige Sawyer-Mitglied wurde 1981 in der Gaskammer hingerichtet. Das war auch quasi der Sawyer, der mehr oder weniger Leatherface war. So will es zumindest eines der Klappentext verkaufen, ob es jetzt nun so war oder nicht. Auf jeden Fall wurde dem Guten eine ordentliche Schizophrenie attestiert, aber er wurde dann natürlich Anfang der 80er hingerichtet. Und jetzt bekommen wir eine komplett neue Familie vorgesetzt, die auf insgesamt 5 lebende Mitglieder kommt und ein totes. Natürlich, Opa musste mal wieder ausgebuddelt werden, ja, um mal wieder so ein kleines Goodie zu sein. Damit die Leute merken, okay, ich bin da im Texas Chainsaw Massacre Film, weil da hockt Opa. In jedem Film ist Opa dabei. Ich weiß gar nicht, ob in Teil 4 auch Opa ausgegraben worden ist. Ich kann mich ja nur an diese Gammelleiche in dieser Badewanne erinnern. Ansonsten nichts, sagen wir es mal so. Ja, und Michelle und Ryan sind quasi unsere Hauptprotagonisten am Anfang des Films. Und die beiden begehen ihre letzte Reise durchs sonnige und sehr spröde dargestellte Texas. Eine richtige Einöde, wo sie durchfahren. Denn die beiden haben sich kurz zuvor getrennt. Und wenn sie dann mehr oder weniger am Ziel ihrer Reise angekommen sind, das wird allerdings niemals passieren, werden sie natürlich dann auch getrennte Wege gehen. Und man merkt einfach, dass zwischen den beiden keine Chemie vorhanden ist. Die beiden frotzen sich die ganze Zeit nur an. Und man merkt einfach, dass einfach diese Beziehung am Ende ist. Ja, und sie kommen dann natürlich an einer Tankstelle an, wollen dort natürlich tanken beim guten Alfredo, der ein richtiger Stinkstiefel ist, ein richtiges widerliches Arschloch. Und der natürlich erstmal Michelle auf dem Klo nachspannert. Es gibt da eine kleine Auseinandersetzung, als dann Viggo Mortensen das erste Mal auftritt als Mr. Texas. Er nennt sich also Mr. Texas, in Wirklichkeit heißt er Tex. Und die beiden geraten natürlich aneinander. Es gibt eine Schießerei und Michelle und Ryan fliehen natürlich. Natürlich nehmen sie komplett den falschen Weg und geraten dann ins Kreuzfeuer von Leatherface und Tinker, die beiden natürlich dann schnappen und natürlich dann zu Fleischwurst verarbeiten wollen. Um mehr geht es hier eigentlich nicht. Wo man natürlich sagen kann, ist, dass dann natürlich noch eine weitere Figur in die Handlung hinein stolpert oder durch einen Unfall mehr oder weniger im Film landet. Das ist der gute Benny, der von Genre-Ikone Ken Foree aus Dawn of the Dead und From Beyond dargestellt wird. Und der definitiv die sympathischste Figur ist. Ein Typ, der austeilen kann, aber der auch ordentlich einstecken kann. Was natürlich dieses übliche Klischee ist, wenn man natürlich denkt, dass die einzige Figur hier, die schwarz ist, mehr oder weniger eigentlich so schon in der Mitte des Films eigentlich das Zeitliche segnet. Und er hier immer mal wieder, wo man denken würde, er wäre jetzt überfahren worden, er wäre jetzt definitiv von Leatherface Kettensäge tranchiert worden. Dem ist aber nicht so. Er kommt immer wieder, um natürlich mal wieder eins drauf zu geben. Und was ich sagen muss, ist, der Film unterhält auf jeden Fall. Er ist relativ kurzweilig, aber die Handlung selber ist nichts Neues. Es wird wirklich nach Schema F die Handlung durchgegangen, komplett. Aber es gibt ein paar interessante Einfälle. Die wenigen Action-Szenen sind auf jeden Fall wirklich mit ordentlich Wumms ausgestattet worden oder beziehungsweise auch so inszeniert worden. Und auch Leatherface selber kommt relativ bedrohlich daher. Obwohl natürlich die Frage ist, es ist auf jeden Fall ein anderer Leatherface, obwohl der Film diese Verbindung hat, ist es, weil er allein schon von der Frisur komplett anders ist, von der Maske her. Am Anfang des Films sieht man, wie er sich quasi seine Maske aus Menschenhaut zusammennäht. Also kann man davon ausgehen, dass er hier quasi erst so am Anfang seiner Karriere ist, so als Kettensägen wütender irrer Killer. Obwohl dann auch plötzlich eine junge Frau, die sie verschleppt hatten, auch mehr oder weniger in die Handlung hineinstolpert, um wenige Zeit später natürlich dann einmal im Baum zersägt zu werden, was natürlich in der Unrated-Fassung dann doch wesentlich länger und blutiger geht, aber bei weitem nicht so detailliert, obwohl natürlich Kane BFX die Make-up-Effekte gemacht haben, also Greg Nicotero, Howard Berger und Robert Kurtzman. Ist das Ganze dann doch etwas harmloser ausgefallen, wie zum Beispiel Teil 2, aber es gibt dennoch einige recht nette kleine Splatter-Effekte, die in dem Film gelandet sind, aber auch nicht allzu viel, ja. Und der Film arbeitet natürlich auf dieses obligatorische Finale hinaus und dann bekommen wir natürlich die Schlussszene vorgesetzt, die uns ganz klar zeigt, dass es doch nicht zu Ende ist mit Leatherface. Sonst hätte es definitiv niemals Teil 4 gegeben, der allerdings auch in eine komplett andere Richtung gegangen ist, der uns plötzlich mit irgendwelchen UFOs kam und Leatherface als schreiende, kreischende Transentunte, die durch den Wald rennt in Netzstrümpfen. Das habe ich bis jetzt nicht verdaut, muss ich sagen. Das hängt mir immer noch irgendwo nach und deswegen existiert Teil 4 auch für mich ehrlich gesagt nicht, weil dieser Film sowas von drüber oder auch drunter war.
und die Materie auch teilweise so verhunzt hat. Und ja, Leatherface selber ist so ein 50-50-Ding. Der Film erreicht bei weitem niemals die Intensität der Vorgänger. Er ist auch bei weitem nicht so witzig wie der zweite Teil. Er verfügt zwar über schwarzen Humor und er nimmt das Ganze ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer. So, man könnte den Film glatt so als Date-Movie ansehen, aber so diese allgemeinen Stärken, die vor allem die Vorgängerfilme hatten, hat dieser Film bei weitem nicht erreicht. Muss er allerdings auch nicht, sagen wir es mal so, ja. Er funktioniert als wirklich solide, gutierbares Sequel, was seine Stärken hat, aber auch seine Schwächen. Und es gibt zwei Dinge, die mich definitiv genervt haben. Denn im Original bestand natürlich die Sawyer-Familie nur aus drei Kerlen. Sagen wir es mal so, da gab es keine Frau, ja. Und das hätte man hier eigentlich auch machen können. Aber man kam auf die Idee und hat mehr oder weniger ins Skript noch zwei Frauen mit reingeschrieben. Beziehungsweise die Mama, die das übermächtige Familienoberhaupt letzten Endes ist, die zwar im Rollstuhl sitzt und sich scheinbar ihre eigenen Geschlechtsteile schon vor Ewigkeiten rausgeschnitten hat, wie das auch immer gehen mag. Und ja, man sieht es, Krampfadern, keine Ahnung, die also sieht ziemlich abgenudelt aus und mit ihren Stimmverzerrer am Kehlkopf natürlich redet. Weil die Gute hatte scheinbar, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, ob sie ihre Zunge verloren hat, keine Ahnung, das wird nie erklärt. Sie hockt im Rollstuhl und macht hier einen auf Robocop von mir aus. Wobei in der deutschen Synchro ist die Roboterstimme wesentlich schlimmer als in der englischen Originalsynchro. Und dann haben wir noch ein kleines Mädchen. Ja, das mit seinen Knochen-Skelett-Handpuppen Teepartys veranstaltet. Yeah, und die auch keinerlei Relevanz hat, außer in einer Szene, ja, wenn sie mal den richtig schönen großen Hammer benutzen darf, um jemanden den Schädel einzuschlagen. Wunderbar, wunderbar. Ja, und dann, wenn das Finale kommt, man sieht man sie noch kurz am Fenster quasi und dann fragt man sich, was wird aus diesem Kind? Der Rest der Familie ist mehr oder weniger tot, na gut, bis auf Leatherface. Der ist irgendwie nie tot, also der ist eigentlich nicht tot zu kriegen. Aber es ist schon erstaunlich, wie manches dann doch nicht zusammenpasst und auch irgendwie nicht reinpasst und allgemein die Konsistenz des Films dann doch ziemlich verwässert. Ja, und das sind diese zwei Sachen, an denen ich mich nach wie vor störe, weil sie einfach letzten Endes komplett überflüssig für den Film sind und ihm auch einiges an Intensität rauben, wenn der eine so rumkalaut und spinnt und bedrohlich ist und die andere so und dann einfach nur merkt, das ist Crazy Mom. Er hat sicherlich nicht Crazy Evelyn, aber naja, egal. Gut, ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Und deswegen kommen wir jetzt natürlich passenderweise zur Punktebewertung. Ja, ich habe gestern Punkte gesagt, dabei meine ich natürlich meine Vogelscheuchen, die ich eingesammelt habe. Und der Film bekommt auf jeden Fall passable 5,5 von 10 Vogelscheuchen. Gut, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen zu Texas Chainsaw Massacre Part 3 Leatherface. Mal schauen, wie es morgen weitergeht, morgen an Tag 5, bei dieser kleinen possierlichen, geschmackvollen Themenwoche. Auf jeden Fall hat es mich wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auf jeden Fall morgen wieder dabei zur gewohnten Uhrzeit um 18 Uhr, natürlich hier bei Lords Halloween Horror Trash Week. Ciao, euer Chris.